Leute, ich bin's, der Hermann. Ich wollte euch heute den Teil 2 vom Prisma 20C zeigen. Und zwar geht es heute um den Befeuchter. Ich habe schon mal soweit alles vorbereitet, das Gerät eingeschaltet, den Befeuchter gefüllt mit 400 Milliliter Wasser und so den Befeuchter betriebsbereit gemacht. Zum Zusammenbau einfach den Befeuchter in das Gerät einführen, einrasten, fertig. Dann sieht man schon schön im Display, dass da ein neues Symbol ist, und zwar ein Wassertropfen. Das heißt, das Gerät hat erkannt, dass es einen Befeuchter mit an Bord hat. Zu den Funktionen. Mit diesem Tropfen kann man wunderschön eine komfortable Vorheizung starten, was ich jetzt gerade gemacht habe mit der Stufe 4. Um die Befeuchterstufen zu erhöhen, drückt man das Plus. Logischerweise, das geht bis 7. Und um die Befeuchterstufe zu verringern, auf das Minus. Und das geht dann bis Stufe 1. So, dann kann man wieder auf 4 stellen. Ich habe die Befeuchterstufe 4. Das ist für mich die optimale Befeuchterstufe. Jetzt zeigt das Gerät an, dass die komfortable Vorheizung jetzt aktiv ist. Die Vorheizung funktioniert genau 30 Minuten. Wenn man vorher ins Bett gehen möchte, ist das auch kein Problem. Einfach die Maske aufsetzen und das Gerät schaltet automatisch auf Therapiemodus um mit Befeuchterstufe. Wenn man die Befeuchterstufe vorher mal einmal ausschalten möchte, drückt man einfach auf die Zahl und der Befeuchter ist so abgeschaltet und inaktiv. Wenn man sich dann natürlich die Maske wieder aufsetzt, geht der Befeuchter automatisch in der vorprogrammierten Befeuchterstufe an und man bekommt seine Befeuchtung. Ja. Das war kurz zu der Erklärung. Ach so, ja, auch was noch ist, wenn der Befeuchter über Nacht mal leer werden sollte, ist das auch kein Problem. Dann wird der Befeuchter automatisch abgeschaltet, so dass es zu keinen Schäden am Befeuchter oder am Gerät kommen kann. Also es ist alles dementsprechend abgesichert. Ich hoffe, ich habe euch dazu einiges erklärt und hoffe, dass ich euch damit ein bisschen weiterhelfen konnte. Ach, was ich noch sagen wollte, ihr braucht bei diesen Prisma 20 oder bei allen Prisma-Geräten kein destilliertes Wasser einsetzen, auch kein abgekochtes. In der Bedienungsanleitung steht eindeutig drinne Leitungswasser. Okay, das war's schon mal wieder von mir. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Macht's gut, bis zum nächsten Video.